Da ist noch mein Teamkollege Melle eingefangen. Er hat uns angeboten, uns mit dem Boot rüber zu fahren. Komm mal, Melle. Top. Also wir wollen mit den Fiederrouten, normalen Durchschnittsfiederrouten, wollen wir auf Zander angeln. Und zwar mit Köderfisch. Ja. Ja, also wir hatten es gerade im Biss. Ja, ist der erste Zander jetzt. Schöner Fisch für den Anfang. Und dann schauen wir, dass wir noch ein paar kriegen. Ja, hat es gerade zweimal geruppelt. Also unser Zandertrip entwickelt sich zum bunten Mixtorium aus alles, was, glaube ich, Zähne hat oder keine Zähne hat. Nicht schlecht auf jeden Fall. Bin zufrieden. So, Leute, wie ihr seht, wir sitzen im Boot. Wir wollten eigentlich nur Uferfilme machen, aber unsere Angelstelle hier, Reda Lag, wir wollten an der Eisel fischen. Ja, ziemlich so eine, ja, eine Stelle, wo nicht jeder angeln geht. Da musste viel laufen. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Wir haben geschaut, wir kamen da echt nicht mehr durch die Büsche. Da ist noch mein Teamkollege Melle eingefangen, der arbeitet hier bei Hellwreck Fishing Adventure. Und der liegt ganz auf der faulen Haut rum. Für Reda Lag sogar auf der eigenen faulen Haut. Also, naja, auf jeden Fall hat er uns angeboten, uns mit dem Boot rüber zu fahren. Sag mal, Melle, top, geile Nummer. Ja, hab ich ja gesagt. Läuft, Vicky. Bietet sich an, dann machen also. Wir mal eben. Fahr ich euch rüber, hol euch auch wieder ab, morgen früh. Und ja, schön ausgestattet hier auf unseren Bassbooten. Also wir setzen uns aus mit 2 Flaschen Wasser, 1 Apfel und 1/2 Schachtel Kippen. Da wird eine ganz böse Nacht, aber wir schaffen das schon. Ne? Also ich habe ja noch gar nicht gesagt, was wir vorhaben. Also wir wollen mit den Fiederrouten, normalen Durchschnittsfiederrouten, wollen wir auf Zander angeln. Und zwar mit Köderfisch. Ja, das ist unser Plan. Ein paar Würmchen haben wir auch noch mitgenommen. Ich habe die Befürchtung, unsere Köderfische reichen nicht lange, so viel Zander wie auf der Eisel sind. Und ja, ich sehe schon kommen, dass wir bis morgen früh entweder sitzen ohne Angeln oder... Für den Notfall haben wir noch ein paar Würmer mitgenommen. Dann gehen wir halt noch ein bisschen auf Aal. Also wie gesagt, was gelaufen ist, seht ihr später im Film. Viel Spaß noch. Attacke, Melle. Jawohl. Wir sind jetzt an unseren Spot angekommen. Möchte ich euch mal ein bisschen was erzählen oder erklären hier, wie wir die Stelle ausgesucht haben und warum wir was machen. Und zwar seht ihr hier, ist die Eisel in Holland, in der Nähe von Duisburg. Und hier ist die Eisel ziemlich schnell strömend. Der erste Grund, warum wir hier fischen, ist, es ist mittlerweile sehr warm. Das Wasser hat um die 20 Grad und warmes Wasser hat wenig Sauerstoff. Schnellströmendes Wasser wird mehr Sauerstoff angeregt durch die Steinpackung als langsam fließendes Wasser oder stehendes Wasser. Das ist schon mal der erste Grund, warum wir hier fischen momentan. Zur Stelle selber, ihr seht, hier kommen ziemlich starke Strömungen runter. Und hier ist eine kleine Buhne, kommt Prallwasser und dreht hier vor die Füße zurück. Und da vorne ist so ein Bereich, da ist etwas stiller. So, die Fische stehen immer gegen die Strömung, wo es etwas ruhiger ist. Da sind die kleinen Brutfische, also kleine Rotaugen, Rapfen und. Und die kommen zum Rauben, halt die Zander die Kante hoch und stellen sich halt gegen die Strömung und schleichen sich an die Beute ran. Jetzt über Tag fischen wir noch ein bisschen weiter an der Strömungskante. Da werden die Fische wahrscheinlich noch ein bisschen weiter rausstehen. Die Zander als Nacht- oder Abendräuber. Kommen wahrscheinlich erst im Dus oder nicht wahrscheinlich, sie kommen erst im Dus an den stillen Wasser. Man kennt es auch vom Wobblerfischen, dass man vor den Füßen die Zander fängt. Dasselbe ist mit Köderfisch auch. Also jetzt fischen wir gleich erstmal eine Route an der Strömungskante weiter raus und gegen Abend legen wir dann die Routen näher, halt in der Rückströmung, in flache Wasser zum Ufer hin, wo die Boot steht. Naja, so ist der Plan. Ob er aufgeht oder nicht, seht ihr dann auf jeden Fall in den folgenden Minuten. Jetzt geht es erstmal weiter an Aufbauen. Das Schild haben wir jetzt genug nach der ganzen Schlepperei. So, ich bin jetzt mal eine Montage mit unserem Tiroler Hölzel. Tiroler Hölzel hat den Vorteil, bleibe ich schon am Boden. Der hält immer die Schnur schön über die Steine, über Hindernisse weg. Ja, und das ist hier ganz gut, wenn man den Uferbereich sieht. Hier sind viele Steine alles um und dran. Macht natürlich Sinn, dass halt die Schnur halt ein bisschen vom Boden angehoben wird. Kann man natürlich auch benutzen, schlammige Gewässer, halt dann sackt er das Blei ein und das Tiroler Hölzel hält die Schnur über den Schlamm. So ähnlich wie die Suspender, die ihr gesehen habt, mit diesem Kork an Ende, gibt es dann auch die Alternative. Hier fischen wir halt ein schweres Blei, in diesem Fall 100 Gramm, weil wir ziemlich viel Strömung haben. Aber das Tiroler Hölzel muss ja festgemacht werden, also erst einen kleinen Wirbel auf die Schnur. Dann eine kleine Perle, um die Knoten zu schützen. Dann wieder ein Wirbel, wo nachher das Vorfach dran kommt.
Ein Wirbel auf der Hauptschnur kommt das Tiroler Hölzel. Das kann man schön sehen, es hält die Perle auch rund um das Vorfach weg vom Blei. Ja, Vorfach binden wir aus Fluorcarbon 30er. Ist auch ein bisschen hechtsicher, falls man Hecht kommt. Die mögen kleine Fischchen auch. Und den Orner Cutterpoint in Größe 1. Wir machen jetzt den normalen Nullknot wie beim Karpfenfischen. Mal rein, wickeln. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Und von hinten wieder zurückgehen. Umwickelt. Das haben wir nur genug, glaube ich, beim Karpfenfischen bombenfest. Überflüssiges Material abschneiden. So, eine Seite fällig den Haken, das andere Seite machen wir einfach ganz gewöhnliche Schlaufe. Wichtig ist immer, Vorfach nicht zu lang, dann können wir nicht mehr werfen, und Vorfach nicht zu kurz, sonst merken die Fische was. Kleiner Tipp. Aber ich mache meist so einen Meter. Meter lässt sich noch gut werfen, aber wenn es länger wird, wird es schwierig. So. Dann ist die erste schon klar, wenn sie nicht verheddert wäre. Ja, die Haken sind sehr gut, die sind so rasierklingenscharf wie kein anderer Haken, also der fasst immer auch in den Finger. Die zweite Route habe ich noch fertig montiert vom Aalangeln. Ihr könnt euch, wenn ihr den letzten Film geschaut habt, bestimmt daran erinnern. Und den Seitenarm, ich glaube, brauche ich nicht mehr darauf einzugehen. Das habe ich gezeigt, wie man den bindet. Aber wie gesagt, wenn ihr es nicht wisst, schaut mal auf den Link. Da ist der Aalfilm und da ist es nochmal ganz genau erklärt, wie ich den Seitenarm fische. Das Schöne am Seitenarm ist, na, hier unten kommt das Blei dran, hier kommt das Vorfach dran, da ist der kleine Fisch drauf. Und man kann auch mal eben wieder ein bisschen ranzupfen mit der Fiederrute liegen lassen. Und das Fischchen pendelt schon in der Strömung. Ist natürlich magisch für Zander. Und wir schauen ja mal, welche Montage vorne liegt. Das wissen wir morgen am besten, denke ich. Ich möchte euch noch mal zeigen, wie ich den Köderfisch anköder. Mit kleinen Rotfedern. Und ich gehe einfach durch den Unterkiefer. Und durchs Nasenloch. Und dann hängt er stabil. So, ich habe euch gerade gezeigt, wie man den Köderfisch aufzieht. Jetzt zeige ich euch mal eben, wie ich den an die Strömungskante befördere. Die Rute ist drin. Ich spanne die hier nicht ganz so viel. Klar, ich habe hier den Seitenarm. Und er kann ein Stückchen ziehen. Und wenn er irgendwann in die Spitze läuft, dann hat er auch schon den Köder weit genug drin, dass ich anschlagen kann. Das ist schön. Der Vorteil ist, die Zander hängen alle ganz vorne. Also die schlucken nicht unbedingt bis zum Arsch, das wollen wir auch nicht, weil wir hier in Holland sind, setzen wir auch die meisten Fische zurück. Und ja, ihr seht, ich lasse sie etwas lockerer stehen, so dass es ganz eben gespannt ist. So, die erste Rute ist drin, die zweite schmeiße ich jetzt auch rein. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr nachher. Und entweder melde ich mich gleich nochmal eben, wenn wir Fisch haben, oder heute Abend, wenn wir die Rute mal ein bisschen kürzer ranholen und nochmal neu auslegen. Jetzt hat es ein paar Mal härter geruckelt. Ja, hängt. Ja, wie das aussieht, haben wir hier unseren ersten Zanderchen. Mit der Fiederrute. Ja, ist kein Gigant. Aber schon ein schöner Zander. So, ein bisschen nass machen die Packmatte.
Ja, ist der erste Zander jetzt. Also ein 50er. Oh, schöner Fisch für den Anfang. Den versorgen wir jetzt. Und dann schauen wir, dass wir noch ein paar kriegen. Weiter geht's, den Eiselsandern. So, jetzt wird es bald dunkel. Gleich spielt Deutschland. wollen wir auch gucken, darum wollen wir auch fertig werden. Wir haben gerade gesehen, die ganzen kleinen Fische sind schon an der Kante unterwegs. Das heißt, die Räuber werden jetzt auch hinterherkommen. Jetzt lege ich eine Rute hier dicht vom Ufer und eine Rute hier quasi ja, 10 Meter vor den Füßen und angel halt kurz dabei. Das ist meine Taktik immer für die Nacht. Wie gesagt, die kleinen Fische kommen zum Ufer, die Räuber kommen hinterher. Und die meisten, die nachts angeln, die fischen einfach über die Fische drüber her. Die sind viel zu weit draußen. Tagsüber geht's, da stehen die in der Strömung, Strömungskante. Abends ziehen die den Futterfisch hinterher, natürlich ans Ufer, logischerweise. So, und auf dieses Verhalten reagieren wir jetzt und legen erstmal die Angeln alle um. So, irgendwann kommt ihr wieder an. Ich denke mal wieder ein kleiner. Oh nee, ein dicker Aal ist das, ey. Ha, nicht schlecht. Ja, auch die mögen kleine Fische. Oh Mann. Noch ein ganz schönes Röhrchen. Sauber, dann nehme ich mal einen Fisch. So, diesmal bin ich besser vorbereitet. Ich brauche keine Socken. Ich habe mal einen Lappen mitgenommen. Macht doch Sinn, beim Zanderangeln Lappen mitzunehmen. Beim Aalangeln hast du Socken mit. Boah, guckt euch diese Bombe an. Huhu, da ist er schon bald weg. Geschickter Bursche. Ich versuche mal ohne Lappen zu zeigen. Dann habe ich halt schmierige Finger. Das ist eine Granate von Aal, würde ich sagen. Naja, ist halt ein Räuber und noch ärmer kleine Fische. Uah. Herrlich. Naja, aber den müssen wir wieder reinschmeißen, weil in Holland sind die ganzjährig geschützt. Ja, also schnell wieder in Wasser damit. Den kleinen. So, wie gesagt, ich habe schon gesagt, die Aale sind ganzjährig geschützt in Holland. Darum darf der Dicke wieder zurück in sein Element. Dann geht er hin, die Schlange. Ah ja, läuft. Laptop läuft, Akku voll. Fische gefangen. Perfekter Tag. Es fehlt noch der ganz große Zander. Die Deutschen vielleicht gewinnen. Aber sie ja, schauen wir mal, was die Nacht noch passiert. Ja, ist gerade zweimal geruppelt. Blöder Zander, jetzt weiß der, wo ich die Mikro aus habe und Deutschland spielt. Oh, das ist ja kein Zander. Fußball läuft, kurz vor der Halbzeit und da kommt ein Trümmer von Rapfen an. Der muss uns natürlich stören, aber er ist ein Holländer. Ne? Ich meine, der hat ja eh nichts für die Deutschen über. Opa, safe. Aber sowas von geiler Rapfen. Huh, der hat auch noch richtig was an, ja, Umfang, Länge, Umbreite. Wunderschöner Rapfen, also unser Zandertrip. Entwickelt sich zum bunten Mixtorium aus alles, was, glaube ich, Zähne hat oder keine Zähne hat. Naja, nicht schlecht auf jeden Fall. Bin zufrieden. So, mittlerweile ist dunkel. Wir haben jetzt Kittlichthermometer montiert, Glocke, weil wir auch sehr gut schlafen, schon lange unterwegs sind, haben wir noch zusätzlich mal auf den Piepser gesetzt. Freilauf bzw. Bremse ein bisschen los, damit nicht morgens ein böses Erwachen kommt. Einmal gebimmelt, die Angel ist weg, dreht sich um, schläft weiter, also sicher ist sicher. Ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Oh, passiert schon was. Ja, ich glaube, die Strömung hat das Blei ist mitgenommen. Das nicht, das war ein Biss. Lecco mio, was ist denn Leute los, ey? Das wäre das natürlich gewesen, ihr live dabei.
Noch mal eben Fisch fangen. Also ich glaube, es wird eine sehr unruhige kurze Nacht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Den ganzen Stress. Wichtigsten Sachen. Ja, Kescher am Apparat liegen, noch ein Lappen für den Aal, damit ich nicht wieder Socken opfern muss. Die Glocken sind drauf, die Bremsen sind eingestellt, Freilauf ist drin. Jetzt kann eigentlich nur noch gut werden. Ich hoffe mal, dass wir nicht viel schlafen. Andererseits hoffe ich, dass wir ein bisschen Schlaf bekommen. Aber wie es immer auch ausgeht, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. So, ich gehe jetzt im Bett, wenn ich nicht wieder drillen muss. Ups, Biss. Hier haben wir mal eine Grundel drauf gemacht, die wir vorhin gefangen haben mit einem Stück Wurm. Ja, hängt. Oh. Kennt ihr das Problem? Der Kescher liegt immer auf der anderen Seite. Ja, oh, das ist aber eine Größe, die kann man noch mit der Hand nehmen landen. Ja, ihr seht hier wieder einen kleinen Zander. Und wir haben vorhin, ich gerade schon gesagt, ein Wurmstückchen, kleine Grundeln gefangen und die mal dran gemacht. Gerade in Gewässern, wo viel Grundeln vorkommen, ist die Grundel natürlich der Top-Köderfisch, weil die Zander suchen abends die Grundeln, die picken die auf vom Boden an eine Kante. Der ist auch ziemlich nah an die Steinpackung gebissen. Ist ja noch kein Riese, aber ist ein Zander. Ne? Also wir sind zufrieden. Ja, mal schauen. Aber wie gesagt, versucht man die Köderfische mal vor Ort zu kriegen. Immer besser als mitgebrachte. Und Grundeln, wo sie vorkommen, ist immer ein Top-Köder. Also, auf geht's. Eben den Fisch verarzten und dann geht's weiter. Fisch. Na schön, Zander. Einen guten Morgen, Zander. Ja. Da ist er. Ja, guten Morgen, Sander. Heute Nacht war auch noch ziemlich Action, werdet ihr noch sehen. Das ist ein schöner 50er haben wir. Fangen gerade überwiegend kleine Zander mit der Fiederroute hier, aber naja, schauen wir mal. Vielleicht kommt ja doch noch ein größerer dabei. Wenn nicht, geht's gleich nach Hause. Alles klar, Fisch zurück. Ja, guten Morgen, sagen wir mal. Oder kurze Nacht. War wirklich ein erfolgreiches Angeln. Wir packen es gleich zusammen. Der Melle holt uns wieder ab hier. Recht früh, finde ich. Aber finde ich auch wieder gut, weil ja, können wir gleich noch lecker frühstücken zusammen. Ja, die Nacht war sehr kurzweilig. Wir haben noch einen richtig fetten Rapfen gefangen. Denk mal so Mitte 70. Insgesamt hatten wir jetzt 5, 6 Zander. 6 Zander, einen dicken Aal. Wir hatten noch einen Barsch dabei. Also muss schon sagen, Angeln war echt erfolgreich und wie ihr seht, auch mit einer Fiederrute kann man echt schöne Fische fangen. Auch wenn ihr die Drills näher seht mit den Rapfen. Also unsere Fiederruten können alles. Ja, wir fangen jetzt mal an, ein bisschen zusammenzupacken, damit der arme Melle gleich nicht warten muss. Der hat auch noch Kundschaft hier bei Hellwreck Fishing Adventure. Und darum will ich euch auch nicht mehr länger aufhalten. Viel Spaß beim Film und ja, wir rödeln jetzt mal zusammen, ne?